So Leute, es geht langsam dem Ende zu. Aber ich würde sagen, nur langsam. Ihr werdet gleich auch sehen, warum. Denn jetzt kommt erstmal... Also, man sieht es auch schon, oder? Guck mal. So viele Dinger zum Speichern, die da dran hängen. Eine Riesentür, die Kameraperspektive auf die Tür gehalten. Das kann ja nur nach einem Boss-Battle rufen, oder? Ich finde das so krass, dass hier Menschen getötet werden, die einem so wichtig waren oder denkt... Man denkt, das sind so Story-Charaktere, die bleiben. That's why I needed you. I needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Ja, er hat's eingesehen, denn jetzt kann ich euch jetzt mehr oder weniger erzählen, was passiert ist. Mary, seine Geliebte, lag ja mehr oder weniger im Sterben. Oder sie war so krank, dass sie es kaum noch ausgehalten hat. Und James hat, glaube ich, eine Affäre angefangen. Und das war dann Marie, oder Maria. Maria meine ich, nicht Marie. Und ja... Das Ganze hat natürlich Auswirkungen dann auf ihn gehabt. Und er hat es jetzt endlich eingesehen, dass er Fehler gemacht hat und so. Und steht jetzt auch dazu und will dafür, ja, kämpfen, dass er Fehler gemacht hat. Alter, wie schnell seid ihr? Deswegen haben die auch, ja, zwei Pyramid Heads im Kampf ist nicht gerade einfach. Wenn ich Glück habe, werde ich sie mit ihren Waffen besiegen können. Weil so habe ich es eigentlich immer getan. Alter. Verdammt. Nein. Komm schon. Ah, verdammt. Oh, oh, oh. Der nächste Stich, der hätte mich jetzt, glaube ich, umgebracht. Normalerweise hatte ich es mal so geschafft, dass ich sie struggle und beide gleichzeitig treffe. Ja, komm schon. Nochmal. Alter. Oh, verdammt. Komm schon. Auf ein neues. Alter. Mach doch jetzt keine Faxen. Oh, oh, oh. Das ist knapp. Komm schon. Jetzt nochmal. Nein. Lass dich doch nicht treffen, du Idiot. Da, die hauen nämlich ab. Seht ihr? Damit kann man sie ganz gut besiegen, weil Waffen, also Pistolen und so, die sind zwar einigermaßen effektiv, aber die machen nicht so viel Schaden. Ich hätte natürlich jetzt die Kettensäge auspacken können, aber das war mir zu blöd. Ja, und die machen jetzt Selbstmord. Pyramidenkopf wird sich nicht mehr bewegen. Er scheint etwas zu halten. Ich habe Rost, doch rostfarbenes Ei. Und der hatte, glaube ich, auch noch eins. Scharlachrotes Ei. Ja, damit können wir nämlich die Tür öffnen. Ja, das war die falsche Tür. Ja. Ist abgeschlossen. Ich glaube, jetzt wird einem gezeigt, da ist eine runde Vertiefung in der Tür. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche wo reinkam.
Ich glaube, das macht eigentlich... Obwohl, doch, man hat das ja an der Rostfarbe, glaube ich, gesehen. Ja, genau. Das heißt, das andere Ei kommt dann halt in die andere Tür. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Wenn doch, und man wird bestraft, das wäre ja schon ein bisschen krass. Hallo, da. Nö, das sieht irgendwie gleich aus, finde ich. Aber ich glaube, das hat jetzt auch nichts damit zu tun. Ja, Leute. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Wie vorher auch. Aber ihr merkt, der Sound ist mehr oder weniger weg. So, wir müssen jetzt, glaube ich, da runter in die Lobby, weil das Kreuz markiert die Stelle. Nee, da waren wir ja gerade. Die Tür ist verschlossen. Okay, dann war es doch hier. Genau, hier mussten wir jetzt den ganzen Weg laufen. I brought you some flowers. Flowers? You don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs. I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already. No use to anyone. I'll be dead. Ich weiß jetzt nicht, ob der Text weitergeht oder nicht. Ich hätte vielleicht stehen bleiben sollen. Ah, schade. Sorry. Ich wusste jetzt nicht, ob der Text weitergeht oder nicht. Oh, da können wir nicht runter. Ja, sie hat scheinbar auch Drogen genommen. Wahrscheinlich meinte sie damit die Medikamente, aber ich denke mir mal, richtige Drogen. Wahrscheinlich ist es das auch einer der Gründe gewesen, warum James sie hängen ließ. Aber ich glaube, das hat sie halt gemacht, weil sie diese Krankheit hatte. Ich weiß es selber nicht mehr so genau. Es ist wirklich eine Weile her, wo ich das Spiel gespielt habe. Und jetzt kommen erstmal nach und nach wieder so ein paar Gedanken. Und ich finde das ganz cool, dass ich mir nochmal die Clips dann nochmal reinziehe. Deswegen macht mir das Let's Play gerade auch so richtig viel Spaß. Oh nein, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Stimmt, je nachdem, das muss ich euch auch erzählen, je nachdem, was für ein Ende ihr freischaltet, ne? Mary, also sie da vorne, ist manchmal entweder auf dem Bett oder der Boss kommt direkt oder sonstiges. Und jetzt ist sie da vorne am Fenster. Das ist, glaube ich, je nachdem unterschiedlich. Darauf müsst ihr mal achten. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary is dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Ja. Und so, willkommen zum Endboss. Im Übrigen, ja, das ist Maria. Daran habe ich auch nicht mehr gedacht. Stimmt, sie hat uns auch, glaube ich, die ganzen Briefe geschrieben und so und uns nach Silent Hill geführt, sobald ich weiß. Und, ja.
Ich bin gerade am Überlegen, wie ich jetzt am besten vorgehe. Weil der Boss ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Zumal, wenn sie so nah an einem dran ist, macht sie schon mal gerne gewisse Techniken auf einen. Und das gefällt mir natürlich ganz und gar nicht, wie diese hier. Ich weiß nicht, ob die eine One-Hit-Technik konnte. Also daran erinnere ich mich zumindest nicht. So, komm her, ey. Alter, ich hasse euch. Haut ab. Ich glaube, diese Schmetterlinge oder was das da sind, die können uns keinen Schaden machen. Aber wenn sie uns zu nah kommt, dann greift sie uns natürlich an. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Alter. Nein, 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 nein. Ich finde das aber schon krass, ey, wie der Endgegner aussieht und wie er sich verhält. Ich muss sagen, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe hatte ich schon meine Probleme gegen diesen Boss. Ey, haut ab! Nein! Na toll, wir haben sie zwar noch getroffen, aber... Na gut. Scheiße, ich hätte die Waffe nachladen müssen. Jetzt habe ich euch die Kettensäge gar nicht gezeigt, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie so treffen würde. Ja, doch schon. Das wäre aber... Naja, nicht so einfach. Krass, wie viel Munition wir noch davon haben. Wir werden sie locker fertig machen. Am besten ist eigentlich, die normale Pistole gegen sie zu verwenden, weil man dann öfter schießen kann. Alter! Das verstehe ich jetzt nicht. Erst hast du mich nicht packen können und jetzt... Naja... Ich hab doch geschossen. Was willst du eigentlich? Das verstehe ich jetzt nicht. Geh sterben, ey. Oh. Ich mach so dumme Fehler. Lauf weg, James. Lauf weg. Ey, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Genau deswegen wollte ich die Beziehung nicht weiterführen. Ja, wer hätte schon Bock auf so eine, ne? Die ist ja schon ziemlich krank. Yes. Wiedersehen. Zum Beispiel, wo sie da lag und ihr gewisse Sachen gesammelt habt, diese Objekte, diese vier Stück im Spiel, hättet ihr sie, glaube ich, retten können und wiederbeleben. Ich meine, das ging. Jetzt seht ihr einen Rückblick von damals, wie das Ganze passiert ist, was wir da im Video gesehen haben. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is... I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me.
go on with your life. Ja, Leute, jetzt kommen die Credits. Das könnt ihr euch jetzt durchlesen. Ja. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that... Ja. Jetzt merkt man so, was für Gedanken sie hatte und was sich noch dahinter so abgespielt hat. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just... didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me, but I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long. So, I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this... Ich frag mich, ob Mary... Nee, ob Maria... Ob sie die Krankenschwester war. Ich weiß das jetzt gar nicht. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill. I am so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now.
do what's best for you, James. James, you made me happy. Ja. Das ist sehr, sehr traurig. Sehr, 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 sehr traurig. Ich finde das schon allgemein, die ganze Story, richtig heftig. Richtig krass. Ah, da ist Laura. Wie es aussieht, gehen die nach Hause oder so. Daran erinnere ich mich kaum noch. Ja, wenn die Credits kommen, muss ich wegdrücken. Weil eine gewisse Musik kommt und es könnte sein, dass ich das dann... Naja. Oh, mein Rang. Die Sterne versprechen viel. Ja, das Action-Level war auf normal, Rätsel-Level war auf normal, Ende verlassen. Okay. Ja, Ende erreicht 3 von 4 plus 1. Wie? Das heißt, das Ende... Doch, ich habe das Ende doch schon mal gesehen, meine ich. Ja, wir haben 33 Mal insgesamt gespeichert. Insgesamt haben wir 6 Stunden, 21 Minuten und 30 Sekunden gebraucht. Normalerweise geht das viel, viel schneller, aber ich wollte euch gewisse Räume zeigen. Außerdem wusste ich nicht mehr genau, wo ich hin musste. Ja, Entfernung in Gen, also wir sind 2,71 Kilometer gegangen und gerannt sind wir 17,12 Kilometer. Das finde ich krass, dass das hier angezeigt wird. Also, dass es überhaupt bei Silent Hill Teilen angezeigt wird. Ja, Objekte haben wir 193 plus 4 aufgesammelt. Feind durch Schießen geschlagen, was? Ach so, ja. Wir haben sie, durch Schuss haben wir sie 8-mal getötet. Und durch Kampf haben wir sie 78 mal getötet. Das liegt daran, weil sie auf dem Boden lagen und wir dann getreten haben. Schiffabschnittzeit 1 Minute 14 Sekunden 23. Wir hätten also, glaube ich, vielleicht sogar den Erfolg bekommen, aber ich habe den ja so oder so. Schiffshochgeschwindigkeit 3,50 Minuten pro Sekunde, wie auch immer. Ja, Gesamtschaden haben wir 1047 PTS bekommen. Ja, und der Rang scheint eigentlich ganz gut zu sein, so von den Sternen her. Abschlussdaten werden gespeichert. Gut, das kann ich jetzt nämlich direkt mal in Erwägung ziehen. Das weiß ich gar nicht mehr. Wo habe ich denn hier gespeichert? Hatte ich hier gespeichert, ne? Ja, das heißt, das könnte ich dann hier überschreiben. Ja, Leute, das war's mit Silent Hill 2. Wenn ihr unbedingt die Story mit Mary sehen wollt, wo ich mit Maria, boah, ich verwechsel die zwei immer, ich bin schon wie James, kann aber auch daran liegen, weil es schon so spät ist und ich das Spiel endlich durch habe. Ja, wenn ihr das Spiel nochmal sehen wollt, und zwar auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, dann müsst ihr es mir in die Kommentare schreiben. Ja, wenn ihr Maria die Story sehen wollt, dann müsst ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Ich denke mir, das werde ich trotzdem irgendwann mal machen, wenn ich die Zeit dafür finde. Weil das ist eher so Nebensache und es ist jetzt nicht so wichtig, aber einiges klärt sich schon dementsprechend auf. Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall von Silent Hill 2. Ich kann noch ein kurzes Preview darüber geben, weil wir haben es ja jetzt durch. Und wie ich sehe, ja, so 2-3 Minuten haben wir noch, ungefähr. Also ich überziehe das halt über 25 Minuten, ist eh der letzte Part davon. Ja, Silent Hill 2, was soll ich sagen? Der erste Teil, der hat mir auch sehr gut gefallen. Wobei ich ihn halt nur einmal durchgespielt habe und nur ein Ende gesehen habe. Und ich glaube, das war das Bad Ende. Hier habe ich das Ende verlassen. Ja, doch, habe ich freigeschaltet. Und dieses Ende ist halt sehr traurig. Wir hätten natürlich auch das Ende freischalten können, da beleben wir quasi Mary wieder, wie ich gesagt habe, dass es diese Gegenstände gibt. Und diese Gegenstände, das sind 4 Stück oder so, die müssen wir dann halt alle finden. Und dann müssen wir irgendwo die verwenden oder so, oder
genau dann verwenden, wenn sie am Boden lag oder sie trotzdem umbringen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nun ja, im Großen und Ganzen finde ich den zweiten Teil von der Story her am besten, am krankesten. Jeder Gegner hat eine Bedeutung, das finde ich auch schon mal sehr krass. Dann gleichzeitig die Charaktere, die da drin spielen, alles das Umfangreiche mit dem Pyramide Head, der wirklich seinen Sinn hinter der ganzen Sache hat, der quasi als Bestrafer unterwegs ist. Oh nein, da kommt jetzt gerade ein Clip. Ja, und allgemein, das Feeling, ich schwör's euch, Leute, wenn ihr jetzt mit mehreren Leuten vor dem Rechner sitzt oder wie auch immer und ihr zieht euch gerade den letzten Part rein und ihr denkt euch, oh, so schlimm ist das gar nicht, dann müsst ihr euch mal wirklich alleine dahinter klemmen oder euch das mitten in der Nacht reinziehen und wirklich ruhig sein und wirklich die Geschichte verfolgen und einfach dieses Feeling haben. Am besten noch Kopfhörer aufziehen. Ich schwör's euch, das ist wirklich richtig Hammer, richtig, richtig, richtig krass. Es haut richtig auf die Kacke. Also, selbst heutzutage noch grusel ich mich davor. Aber ja, es ist halt einfach Leidenschaft und ich musste das einfach als Let's Play machen. Teil 3 wird natürlich auch noch kommen. Ich kann es nur nicht versprechen, dass es jetzt in nächster Zeit kommt, aber ich werde danach gucken. Zumal Resident Evil Zero wird ja auch noch weiter geführt, aber das ist auf der höchsten Schwierigkeitsstufe und das kann ich nicht mal einmal so ganz schnell durchspielen. Da brauche ich echt Nerven. Und das konnte ich jetzt einfach so runterrasseln. Hätte ich auch wahrscheinlich auf der höchsten Schwierigkeitsstufe geschafft, weil für Notfall hätte ich die Kettensäge, was natürlich ein bisschen unfair ist. Ich wusste das natürlich nicht, dass ich, wenn ich ein neues Spiel mache, dass ich das habe und so weiter und so fort. Aber ich habe es nicht einmal verwendet. Wenn ihr es unbedingt sehen wollt und so weiter, kann ich es ja auf der höchsten Schwierigkeitsstufe machen. Ist kein Thema, müsst ihr mir nur unter die Kommentare schreiben, dann mache ich's. Gut, ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächsten Silent Hill Teile. Wahrscheinlich habt ihr sie schon bei anderen Leuten gesehen oder so. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich konnte euch gewisse Tipps geben. Das mache ich ja gerne, deswegen mache ich das ja auch. Und ich konnte euch diesem Genre wieder etwas näher bringen, weil er stirbt ja heutzutage wirklich aus. Und ja, das sind so kleine Schätzchen, die die meisten nicht sehen. Die meisten sehen halt nur Resident Evil. Was nicht schlecht ist, aber auch, ja, Silent Hill beschreibt sich natürlich von ganz allein und, ja, wie gesagt, ich kann nochmal kurz erklären, warum Silent Hill Silent Hill ist. Wie gesagt, das war ein heiliger Ort. Sie haben da versucht, irgendwas mit einem Kohleabbau und so weiter und die Menschen waren zu gierig und so weiter und das war alles nicht gut und, ja, das macht das Ganze dann aus und jeder, der dann irgendwie böse war und so weiter, weil das ein heiliger Ort ist, wird dann nach Silent Hill geführt, auch wenn er da irgendwie eine Story hatte. Zum Beispiel James hatte die Story ja da, weil er da ja quasi mehr oder weniger gelebt oder auch im Urlaub war mit seiner Frau, deswegen auch in diesem Hotel und so weiter. Und ja, wir sind doch nicht in diesen Park gekommen, ne? Das war dann doch nur in Teil 3 und in dem ersten Teil. Stimmt. Und ich glaube, in anderen Teilen kommt man da auch noch hin. Aber im zweiten Teil, da war nur die Rede davon. Wir sind gar nicht mal da aufgetaucht. Habe ich mich vertan, falls ich das erwähnt habe. Gut, ja, das war eigentlich mein Preview dazu. Ich feiere dieses Spiel bis heute noch. Ich könnte es öfters trotzdem nochmal durchspielen. Einfach nur wegen der Story nochmal und einfach wegen den Gruseleffekt. Gut, wir haben jetzt gleich 30 Minuten wieder runtergerasselt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann mal von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Und ich mache sowas echt gerne für euch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei Silent Hill 3 oder so wieder. Falls ihr die anderen Let's Plays von mir nicht so wirklich anschaut. Wer weiß. Nun gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und schaltet wieder ein, wenn es heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.